Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Seven Days to Die mit eurem Striker. Ich befinde mich gerade in unserer Mine. Ich mal gerade so ein bisschen klar Schiff mache, wo was noch ist. Auf jeden Fall, Eisen haben wir noch, ne? Wobei ich mittlerweile echt ein bisschen Muffel kriege, dass uns unser Haus oben drüber einstürzt. Weil jetzt alles noch voll mit Eisen. Kohle, alles noch da. Okay, wir sind bald drüber, ne? Also daher ist es dann auch egal dann. Ist noch alles brechen. Voll, Leute. Gut, okay. Nur nach oben traue ich mich nicht mehr. Nach oben weiter möchte ich nicht mehr. Angefangen hat, kann man auch nicht mehr aufhören. Ne? Die Kohle möchte ich hier eigentlich auch nicht mehr weiter abbauen, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben irgendwo, irgendwo war auch noch mal Kohle. Hier, ne? Hier kommt auch noch mal Kohle. Das ist ein Riesending hier. Das ist, glaube ich, ganz gut entschieden hier für unseren Bau. Ich habe die Nacht dann halt auch alles abgeerntet, wieder in unserem Zeug. Ach nee, halt, stopp. Nimm mal runter. Los, Leute, runter. Und? Bist du wohl. Wir sollten halt zum Händler unsere Quest abgeben. Und dann wollte ich halt unsere Hordenbase ein bisschen auffrischen. Dachte ich mal, jetzt mal ein paar Blades hin, ne? Ja, Pustekuchen. Pustekuchen setzen wir mal ein paar Blades hin. Weil Spiker kann die Blades noch gar nicht herstellen. Was da noch rein? Was da in Ruhe einschmelzen müssen. 1200 gibt es ungefähr dafür. Die habe ich gerade mal aufgepasst ein bisschen. Bleiben müssen wir demnächst ein bisschen haben. Hier nehmen wir noch ein paar Eisenbarren mit hoch wieder. Hier nehmen wir auch ein paar Eisenbarren und dann packen wir hier ganz einfach. Kohle, habe ich denn gerade gesehen, da ist Kohle. So. Ich habe außen auch wieder so ein bisschen rumgebastelt. Machen wir mal gleich zu sehen. Das restliche Eisen wieder mit hochgenommen, Alter, ey, du bist auch so ein Vogel, ey. So, Munitionshülsen können wir denn. Wir können schon mal wegen herstellen, ne? Aber die sind ordentlich. Munition. Ja, ganz dran gewöhnt habe ich mich halt noch nicht, ne? Ja, machen wir mal. Habe ich jetzt alle rausgenommen? Ne, nur ein bisschen was, ne? Da, drei Stück von, ne? Hätte ich mal an. Dann nehmen wir mal. Oh, was soll der Reiz, ne? 9 mm. Können wir uns hier auch mal ein bisschen Schotti herstellen, ne?
4, 500. So. Sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Würde ich mal so behaupten. Nee, wisst ihr was? Wir verteilen jetzt erstmal ganz kurz diese Spikes und reparieren zusammen. Das auch mal ganz kurz reparieren. Ein bisschen Beton haben wir auch dabei. Axt nehmen wir mit. Die haben wir jetzt schon mittlerweile 62 mal Meißner. So, die würde ich jetzt ganz kurz reparieren. Genau, ich habe hier uns Licht gemacht, ne? Zeitschaltrelais. Die Generatoren sind da oben drin, zwei Stück mit jeweils drei Motoren. Die müssten um 6 sich ausschalten. Ja, rein theoretisch können wir doch um 5 auf. Dann hatten wir ja gesagt, dass wir uns da hinten Blades machen wollen, aber ja, kann das doch ja noch gar nicht. Fortgeschrittener Ingenieur kann ich noch nicht. Ich habe auch nur einen Punkt. Ja, wo war das jetzt? Da. Ja, weiß nicht, Schmiede kosten 10% weniger, die Schmiede der Schlage, die Geräte 15% weniger. Aber ja, hier sind die Klingfallen. Ne? Das heißt aber, ich bräuchte noch erst auf Stufe 6. Und hier brauchen wir 2 Punkte. Genau, das heißt, wir brauchen noch 2 Punkte und dann können wir die Klingfallen bauen. Genau, das war mein Dilemma. Hier habe ich dann halt noch ein paar Lampen angebracht. Auch, glaube ich, 2 oder 3 Motoren sind da drin. Ich glaube 3. Und dann verließen sie mich. Es dürfte aber, glaube ich, auch fast kein Auto mehr hier geben. Einmal nur so ein bisschen grob. Kaputten Spikes reparieren. Kaputte Spikes bringen jetzt halt auch nichts, ne? War die dahinter, ne? Genau, da gucken wir mal auf die neue andere Seite. Die neue Seite würde ich jetzt gucken. Ich sehe die kaputte da hinten, ne? Wenn ich muss mal gucken, dass wir dann gleich irgendwo uns noch irgendwie hochframen. Die dann da halt nochmal ein bisschen reparieren. So. So. Auch schon ein bisschen gelitten, ne? Aber ansonsten ging es, ne? Ist gerade ein bisschen schlimmer in Erinnerung gehabt. Haben wir da schon mal was gemacht? Ich wollte ihn gerade noch da so. 100, 200 Spikes weglaufen lassen, ne? War nicht. Dann wollen wir mal jetzt gucken, wie wir das hinten gemacht haben, ne? 3 hoch. Genau, 3 hoch und dann mindestens einmal da lang, ne? So. Das raus. Das will er da nicht. So.
und jetzt schön Striker-mäßig reinfallen und alle sind wir glücklich, ne? Da kommt auch wieder einer hin. Dann. Na? Machen wir halt jetzt die zweite Reihe. Dadurch, dass wir nicht so viel benötigen, wie wir gedacht haben. Die nächste Reihe hoch, ne? Tut uns überhaupt nicht weh, weil wir haben mehr. Ja nicht so, dass wir jetzt extra dafür craften müssen. Nein, das wollte ich nicht, doch. Gut. Da fehlen welche, ne? Da muss ich aber ran, Leute. Die Nase, Leute. Hat die Nase gejuckt. Rutsche ich hier runter. Ah, ich bin weg. Da komme ich dabei. Oh doch. Glück gehabt. Ah, die flippt ein bisschen Eisen mit. Ich glaube, das reicht, wenn wir das in der nächsten Charge dann reparieren. Ich glaube, das reicht. Wenn wir das dann da reparieren. Nein. Uff. Aber ich glaube, bei dem anderen habe ich das jetzt auch hier so gemacht, ne? Boah. Da kriege ich immer ehrlich gesagt Muffen, ne? Ich bin einer von den Leuten, die da gerne reinspringen, ne? Und dann war's das. Das wäre jetzt auch wieder so ein Ding eigentlich gewesen, hier so für mich, ne? So. Warum willst du denn jetzt nicht darauf? Nicht reichen sollten, ne? Dann muss man natürlich noch mal zwei nachcraften, ne? Weil das geht natürlich dann jetzt nicht. Das war da dann, wir machen hier jetzt eine zweite Reihe hoch und dann reicht das von der Zahl hier nicht, ne? Das passt mir hier heute nicht. Ja, jetzt, wenn wir es abgezählt haben, ne? Nein, wunderbar. Super. Ein bisschen Licht haben wir auch zur Not. Ich meine, wir haben auch unsere Waffenlampen, ne? Alles gut. Pasch. Gut. Ordenbase ist fertig. Wir fahren zum Händler. Und dann gucken wir mal, was wir schon mit anstellen, ne?
Tag 34, Tag 35, ja, Tag 35 ist heute noch, ja. Sofern ich mich da jetzt nicht vertute. So, das bleibt hier. Ne, genau so, ne? Was? Metallbar ist auch noch welche über. Du bleibst auch hier. Du bleibst auch hier. Wasser wollte ich was mitnehmen, aber das kann hier bleiben. Das hier bleiben. Dann werde ich immer mehr rein. So, halt, stopp. Ich werde das wieder hier lassen, ne? So, Moment. Und nochmal Werkzeug. Das können wir hier lassen. Das dahin. Das dahin. Können wir gehen. Können wir gehen. Müssen wir das über einmal lernen. Nur? Nein, nicht nur Feder, ne? Nicht nur Feder. Oh, hier hätten wir die Tür gelassen. Da hätten wir jetzt beinahe die Tür gelassen. Gut, hier ein paar Eier. Und. Was? Feder. Okay, können wir die irgendwie auch verkaufen? 50er. Ich glaube, so viel Federn brauchen wir nicht mehr, ne? Ein paar Explosionspfeile machen oder so was ähnliches. Ja, ist okay, aber. Wir hängen gleich jetzt da, meine. Holt sich auch mittlerweile, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wann oder wie, wo, was der Reset war. Aber wir können ja mal ein bisschen einfach was mitnehmen. Das wird er garantiert alles kaufen. Packen wir was ins Moped noch. Bin mir jetzt nicht sicher, aber es könnte sein, dass er Reset gewesen war. Da vielleicht das eine oder andere loswerden könnten. Essen. Ich möchte mal was gucken. Nahrung, Ausdauer, Handel. Kaufen aber noch. Nur kaufen. Dann. Leider nicht mehr brauchen. Dann kaufen. Aber sowas von kaufen, oder? Ja, geht schon, ne? Gut, schlechtere gehabt. Ups, 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 ups. Kann man hier noch schön reingehen gleich. 1, 2, 3, 4, 5. Und da waren wir schon drin. Da sind ja noch die beiden Bären drin. Oh, bitte. So, die Nase hat euch fest. Falls der ein oder andere jetzt so innerlich gesagt Gesundheit, Dankeschön. Tag 37, ich glaube, so weit waren wir noch nicht. Haarspeer. Breite. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das gut Geld. 60, 200, 400. Gehen wir noch nicht mehr.
entweder behalten wir sie auf oder wir schmelzen sie jetzt ein, ne? So, nee, von wegen hier, thank you. Ich komme ja nochmal wieder, Kollege. Wir sind noch nicht fertig. Also ein, zwei Mal nicht wegbringen. Und Rappels im Karton, ne? Zack, Inventar zeigen hier, Kollege. Kannst du ja nochmal versuchen, ne? Oh, Leute. So. Ja, die können wir ja nochmal mit nach Hause nehmen, ne? So. Sag mal her, was hast du denn hier? Schönes. Irgendwas Erdbohrer-mäßiges. Was ist das für ein Erdbohrer oder so, Kollege? Nee, ne? Zapf für Öl. Da müsste ich jetzt allerhöchstens einmal vorbeigucken, hier was gucken, ob ich die vielleicht machen kann schon. Peace be with you, my friend. Nee, aber nicht. Ja, komm. It's been a real pleasure. You watch yourself out there. So, hast du eine schöne Quest für uns? Nein, ich bin nicht da. Aufgaben. Alter, noch ein Zug oder was? I really admire you. No matter what, I'm grateful for everything you've done. Ich glaube, wir fahren jetzt eine Runde in den Strip Club. Gerade nur das wird überleben, ne? Bring die Vorräte zurück auf welchen Sammelpunkt. Ich dachte gerade, dass das Strip Club war, ne? Aber was soll ich? Egal, was das ist. Hier waren wir auch noch. Können wir einmal ganz kurz mal reingehen, gucken, ob wir da schon drin waren? Ja. Nein, hier war man noch nicht mal drin, Leute. Egal. Ich auch so. Zack, Quest angenommen. Den lesen wir natürlich jetzt erst nochmal. Schlagen und weglaufen. Dieser schmutzige Trick kann in den verzweifelten Lagen das Leben retten. Kräftige Angriffe, deine Beine verlangsamen den Gegner. Das hat gerade was gehört. Ich wollte meinen Fang. Ne? Da war mal keiner mehr da. Hat ich gerade ganz schnell rumgesprochen. Ich würde mal nicht lang gehen. Der haut dir die Rübe weg. Nein. Dann gehen wir hoch. Sieht doch geil aus, ne? Hey, ich sollte schon nicht mehr alleine hier, Leute, ne? Das war jetzt nicht fair. Da haben wir auch wieder ein Rezept. Ein kleiner Tisch. Das ist Ernst. Oder euer Ernst. Hm.
Büro komplette Blätter durchbläst, ne? Jetzt sag ich aus dem Büro, was drauf war. Einmal Mais. Das kann ich nicht. Das liegt nur so tun, als ob. Wie weit der hier angeflogen gekommen ist, ne? Wäre jetzt eigentlich wieder so ein geiles Ding gewesen für die Angriffe. Wo kam der eine da oben runter davon, ne? Hier fallen wir so noch weiter hoch. Das ist schon mal klar, wie das Anblick liegt. Das ist ein Kaffee-Rezept. Noch ein bisschen Metall. Muss man aufpassen, dass wir mit dem ganzen Gewusel dann nichts übersehen, ne? Ehrlich bin. Und auf zu zählen, ist so ewig. Ja, dann war es das auch. Du machst das ewig. Wir gehen jetzt nicht runter. Ne? Wir müssen hoch. Da ist eine Müll drin. Ein bisschen hier. Da eine Dingsabums einmal mitnehmen. Jetzt muss man sich irgendwie hier drunter lassen. Wir wollen auf jeden Fall eventuell durchkommen. Ich nehme mich mit. Besonderes gibt es hier oben jetzt aber nicht, ne? Das ist eigentlich falsch. Aber Moment. Da kommen wir rein. Ich geh jetzt aber mal runter, ne? Hier finde ich. Erdbohrer, Erdbohrer, Erdbohrer! Ich habe gedacht, dass es hier vielleicht einen besseren Aufweg gibt, keine Ahnung. Und stinken halt, ne? Manchmal. Manchmal hat man sowas, ne? Okay. Was denn? Hier. Holz, Tasche, löst mich. Riegelt. Ich glaube, wir müssen gerade doch gleich hoch. Aber, warte. Okay. Hier gibt es aber jede Menge Wasser hin. Wenn wir uns einweilen müssen, alles messen. Das Ding wäre jetzt hier normalerweise auf dem Bau.
Becken abbauen müsste, ne? Weil wir einen Mod, die wir gefunden haben, halt. Und wir hier den Waschbecken abbauen gibt auch, ne? Jetzt aber nur hier die Rücken. Alles andere lassen stehen, Leute. Jetzt soll die Tür da so ein Aufstellungsstück. Das war, glaube ich, ganz interessant. Das machen wir mal eben kurz alles klein. Da. Großvaters Moonshine. Ist glaube ich auch wieder Handelbonus, ne? Ja, richtig. Bescheid war. Die verleihen wir uns ein, die Kiste. Gut. Wenn was richtig Geiles drin sein kann, dann hätten wir Party. Und das wird jetzt geschreddert, das wird geschreddert, das und das. Bist du, Starschaufel, du hast richtig Geld leider, du wirst geschreddert. Auch kein Geld mehr weg. Der Airdrop. Das war eine Nachricht für mich. So, jetzt bin ich rein. Eigentlich schon. Jetzt haben wir noch nichts von. Ja, warum nicht, ey. Also das verstehe ich nicht, ne? Mittlerweile sind wir eigentlich von der Game Stage hoch genug, dass wir sowas nicht mehr finden sollten. Aber gutes Gebäude, ne? Okay, das kann raus. Noch mal rein, Fleisch nehmen wir natürlich mit, da kann passieren, was will. Ja. War jetzt auch nicht so mein Favorit, ne? Fleisch und so viele, aber. So, halt. Die Apokalypse nimmt man alles, ne? Wenn du so Computer abbauen kannst, indem du nur einmal durchdrückst, ne? Zigarre! Das ist auch ein Honig wert, ne? Und da haben wir Rezept. Thank you.
Jetzt haben wir unsere Schlange ist voll. Also gerade hier kann ich gleich drauf, ne? Kleine gucken, wir brauchen da noch Platz, ne? Vielleicht hätte ich dann doch mal runtergehen sollen. Wo ist denn das zerbrochene Glas? Sieht's irgendwer? Ist er bekloppt oder was? Bestimmt ein bisschen Pitches, ne? Ja, ich habe ja schon gedacht, Kollege. Dankeschön. Bis aufräumen. Du warst fertig, ne? Da kann ich aber vom Glück reden, dass kommt her. Also wir machen glaube ich gerade eine Überlänge, ne? Ja, kommt ganz kurz schnell noch. Frame ich dann hier hoch. Reingucken muss ich jetzt aber, ne? Gut. Ja. Ohne den Interbike, ne? Hier steht unser Bike. Ja, genau, Striker, du bist doch echt, ey. Dann jetzt halt so. Dann so. So. Wir gucken mal rein, was haben wir hier? Eine Handgranate, eine Dreier. Den können wir gleich zerlegen, der ist zu lit. Working, Stiff Tools, Leute. Zwei Kisten. Innerlich hatte ich mich ein bisschen gefreut, wenn ich hier nicht so, aber ich glaube, wir gehen hier mal runter, weil was wäre denn das hier jetzt für ein Weg gewesen? Weil hier waren wir nämlich nicht. Wäre schade gewesen, wenn wir das Ding jetzt übersehen hätten, ne? Hallo? Kollege. Aufwachen. Also.
da war noch was. So, 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 so. Ich glaube, jetzt haben wir alles, ne? Hier geht's nicht weiter, hier geht's auch nicht weiter. Auch nicht weiter. Aber ich gehe mal hier einmal ganz kurz hoch. Das hier nicht aussieht, überall, als wenn wir hier hausen wie die Tiere, ne? Man weiß ja nie. So, gehen wir das gleich ab. Gucken wir mal, was wir kriegen. Dann war es das. Würde ich sagen. Tag 34 haben wir ja mit mittlerweile. Dann machen wir ganz kurz Linse. Wir linsen einfach mal ganz kurz, ja. Bücherregal leer. Soll noch nicht sein, Leute. Nächstes Mal werde ich mir aufschreiben, ne? Wann, wo ich in welchen wichtigen Gebäuden drin war. Here is your reward. Eisenschaufel. 300. Nur irgendwelche Aufgaben für uns. Aber. Das ist mir zu weg, ne? Westlich. Wir haben, glaube ich, den ganzen Arsch in der Wüste, ne? Wir können ja mal, dass man hier nicht zwei annehmen kann, ne? I have a task for you, friend. Business. Oh, thank you very much. I will make it worth your while. Erst haben wir wieder nach Hause fahren, ne? Nach Hause fahren, alles ausräumen und da sehen wir uns wieder und dann können wir mal kommt anstellen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr euch die Folge anschaut. Ich hoffe, ich bin euch gefallen. Bei alles klar. Und wieder mal drückt das weiter den Button. Ich